Denn hallo und herzlich willkommen zu Esturnier. Wir sind jetzt in der, wie nennt sich das? Final Early Access. Finale Alpha. Steht unten rechts, ja. Wir mussten eine neue Welt generieren. Ich will das machen. Geh weg da. Wir mussten eine neue Welt generieren und alles, was wir jetzt in dieser Welt machen, wird auch nicht mitgenommen. Das heißt, dass wir wieder von vorne anfangen müssen im Endeffekt. Und dass, wenn die finale Alpha aber durch ist und das Spiel am wievielten Oktober kommt? Scheiße, am wievielten Für Oktober. Wann? Ich meine Februar. Ich war gerade erschreckt. Wieso geht das hier nicht weg? Ach so. So. 9. oder irgendwie sowas. Dann haben wir das finale Spiel und das wird richtig gut, denke ich mal. So. Ja, warte, ich muss gerade Audio einstellen noch ein bisschen machen. Ich habe das jetzt erstmal provisorisch hier hingestellt. Werde es aber wahrscheinlich hier hinstellen. Z und Y Batterien, ja. Wir haben das Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Du hast das Ewigkeiten nicht gespielt. Ja gut, dann hast du das halt gespielt, so Randa. Hallo, wieso kann ich den nicht anstecken? An die Base? Also ich guck mal gleich an, was du meinst. Ich muss nur gerade mal ein bisschen... Ah, ich kann jetzt alles Audio weitermachen. Oh, Harz, wie cool. Es haben sich so viel verändert. Es gibt neue Elemente. Es gibt, alles neu im Endeffekt. Würde ich sagen, oder? Geht. Viel, viel Neues, viel, viel andere Sachen. Und sowas alles. Also es wird cool. Also es war schon vorher cool, aber es wird noch cooler. Oh, wir sind direkt an der Höhle. Jo. So, einmal noch Sauerstoff holen und da hinten ist gemischt. Das wäre. Ah, nee, da hinten ist eine Kugel. Eine Kugel. Laufe ich erstmal zum Gemisch. Es gibt so viel neues Zeug. Graphit hier, das seht ihr hier. Die meisten Sachen sehen einfach anders aus. Oder? Ja, Glatterit haben wir hier wieder. Oh, hier ist eine versunkene Basis. Hier geh ich gleich einfach mal hin. Wir müssen aber dringend zur Basis zurück wieder, weil wir Sauerstoff brauchen. Hast du Graphit, ich meine Dynamit, Dynamit? Nein, ich habe kein Dynamit. Was hast du vor? Ich meine, wie heißt denn das noch? Das Gemisch. Gemisch? Ja, Gemisch. Baue ich gerade ab. Ich habe gerade einmal Gemisch nur gesammelt, damit ich hier Verbinder machen kann. Jetzt baue ich ab. Ja, ich muss zurück zur Basis. Wo ist die Basis? Ich sehe die Basis nicht mehr. Ach, da. Bist du wieder in die falsche Richtung gelaufen? Komm mir mal bitte entgegen. Komm hier hin. Komm zu mir. Ich bin tot. Komm mir entgegen. Ich bin tot. Ja, ich kann auch nicht so schnell laufen. Ich bin tot. Ich glaube, ich bin tot. Oh mein Gott. Das war knapp. Mann, nächstes Mal kommt schnell, komm eher zurück. Ja, ich habe das nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass das so schnell leer geht jetzt plötzlich. Verbindungsproblem. Also, das hat sich nicht verändert. Du hattest nur sonst immer einen Sauerstofftank. Ja, wahrscheinlich ist es einfach das gewesen. So. Hey, mein Gemisch. Ich will zu dieser Sonde. Die will ich erforschen. Dann will ich dir das ja nicht nehmen, ne? Also wir versuchen so gut es geht, euch zu erklären, was jetzt so neu ist. Ich hätte mir vielleicht einen Zettel machen sollen. Du weißt doch selber nicht, was alles neu ist. Doch, ich weiß viel, aber ich hätte mir vielleicht einen Zettel machen sollen. Auf jeden Fall weiß ich, dass alles jetzt echter aussieht. Also die Stürme und so sehen anders aus. Die Stürme haben sich nicht verändert. Ich habe ein Solarmodul gefunden. Ein kaputtes. Also ein kaputtes? Achso, ja gut, das ist also nur Schrott. Ich habe auch eine Plattform gefunden. Komm, die nehmen wir mit.
Und ein Schutt? Ach so, Schutt. Du musst den Restgemisch hier rausnehmen, ich habe keinen Platz mehr. Ich auch nicht. Hier ist Zeug. Ist irgendwas, was man in die Hand nehmen muss? Ich habe eine Plattform und Schutt. Die ist aber auch kaputt. Ja, ich weiß. Ist aber egal, können wir das nicht... Wir brauchen einen Schredder. Haben wir noch keinen Schredder? Nein. Da ist auch was? Ja, ich lasse... Natürlich haben wir keinen Schredder, wir haben gar nichts. Ja, stimmt eigentlich auch. Ich war grad... Danke. Baust du kurz einen Schredder? Wie viel kostet der? Weißt du das zufällig? Ich weiß nicht mal, wo man den herkriegt. Ach so. Ich hab gedacht, du wüsstest es. Hm. Ich kann mal gucken, wo man den herkriegt. Also sagen wir so, wir haben 0 Byte, ne? Also von daher müssen wir so erstmal Forschungssachen finden dann. Ja, da hinten ist ein Baum. Apropos Baum, Leute. Forschungssachen gibt es jetzt in Bäumen und die wachsen nach. Da sind so eine Dingsies dran. Und diese Dingsies generieren Forschungssachen. Mal sehen, ob ich hier irgendwo... Mittlerer Schredder, 1000 Bytes, 2 Eisen. Eisen? Wo kriegen wir denn Eisen her? Ehrlich da hinten gesagt, weiß ist auch ein hübsches Material. Wenn wir es ernst meinen, der große Schredder kostet 2000. Da brauchst du ein Wolfram-Karbid und 2 Eisen für. Okay, Wolfram-Karbid? Ja. Wir versuchen einfach alles herzustellen, was wir irgendwie hinkriegen. Und dann können wir gucken, was wir davon bauen können. Hier habe ich Quarz gefunden. Quarz. Und da ist so ein Baum. Hast du deine Sachen schon zurückgebracht? Nein. Dann fang nicht an, das abzubauen, sonst liegt es. Ja, ich baue nichts ab. Ich wollte nur so einen Baum zeigen. Hast du diesen Drucker hier falsch rum aufgestellt? Ja, kann sein. Entschuldigung. Okay. Ich suche Forschungsmaterialien. Ey! Ich häng fest. So, ich baue mal hier so ein paar Kohlen hin, ne? Ich hab welche gefunden. Leute, das hier meinte ich. Das ist... So, und die wachsen immer wieder nach. Soweit ich das die ganz die kleinen die, diese ja, ja. großen Dinger für die Forschungskammer nicht ja das diese sind aber kleinen kleine. Kann die du sofort quasi machen kannst, die wachsen nach irgendwann. So, ich habe ganz viele Bytes geholt. Jetzt guck mal, da hinten ist noch so ein Baum, wo noch mehr dran sind. Hallo, keine Verbinder mehr. Ein Harz, zwei Gemisch. Ja. Haben wir noch Harz hier? Harz habe ich aber hier ganz viel. Ich komme gleich wieder nach Hause. So. Also Tiere gibt es bei dem Spiel nicht. Da haben die Entwickler auch gesagt, dass es keine geben wird, so Monster. War ich der Meinung, dass sie das gesagt hätten, oder? Keine Ahnung mehr. Haben die nicht gesagt, da kommt nichts, weil die wollen, dass es ein ruhiges, friedliches Spiel wird. Und nicht überlebensmäßig. Ich bin auf dem Weg nach Hause mit einer Tasche voll Harz. Das ist aber eine klebrige Angelegenheit. Jaja. Und dann hole ich gleich Gemisch. Gemisch haben wir noch einiges, aber ja. Können wir alles leer machen überall. Komm mal her. Wir können da nie genug von haben. Und nimm den Schutt mit. Oh Mann, man kann das, wenn man Verbinder aufstellt, nicht mehr... Wenn man was trägt, kann man nicht gleichzeitig Verbinder aufstellen. Wie kacke ist das denn? Passt auch. Nein, hier. Wenn ich was in Verbinder aufstelle, dann... Denn... Wo ist mein Schutt hin? Hast du ihn mitgenommen? Ich hab den genommen. Hast du uns das schon... Ich mach da mal kurz eine Riesenkuhle für... Für den Schutt. Vorsicht, wir haben unter uns eine Höhle, ne? Ja, ich glaube aber, das ist nicht mehr so schlimm. Was machst du da? Eine Kuhle. Ach, hier so. Sind doch schon. Ich habe die Kuhlen nicht gesehen, Entschuldigung. Wo wolltest du den Harz reintun? In die erste.
Endida? Ja, gib okay. mir eins, gib mir ein Hart. Ist da eine Kuhle? Ja, ich weiß, ich habe mir schon eins genommen. Aus deiner Hand. Ey! Ups, falsche Kuhle, nein! Hörst du mal auf, mir Sachen wegzunehmen? Ach so. Hab ich gar nicht. Ach so, es sah so aus. Entschuldigung. Oh, ich habe übrigens Graphit und Laterit. Ja, mach für alles eine Kuhle. Also dann für alles irgendwie so ein... So ein nein, ich habe ein Graphit und ein Laterit gefunden. Ich tue das zum Schutt. Das ist mein... Ich hole gleich Gemisch. Mein... So. Sturm! Großer lila farbener Sturm. Komm. Jonas, der kommt direkt auf uns zu. Hallo. Sitzt man immer noch so lustig übereinander? Ich kann nicht reingucken, aber ich glaube schon, ja. Wir haben ja bald den Retro-Skin, deswegen. Ich hoffe, weht bei dem Sturm was weg? Kann was wegwehen? Ja. Alles, was nicht festliegt oder in der Kuhle oder so. Ja, dann weht unser Schutt gerade weg. Ne, wieso? Er liegt ja eigentlich relativ niedrig. Also eigentlich müsste es reichen. Hast du noch ein Harz in der Tasche? Wie bitte? Hast du noch ein Harz in der Tasche? Nee, in der Tasche nicht mehr, aber ich hol gleich Neues. Okay, du kannst ein Harz hier an den Dings tun. An den Drucker. Da muss nur noch ein Harz dran. Dann. Du meinst ein Gemisch? Druck der. Nee, ein Harz. Du hast da gerade Gemisch dran. Achso. Ja, das sind zwei Gemisch dran. Ein Harz fehlt noch. Achso, für den Schreuder oder was? Nein, für. Ja, da bräuchte ich ja Eisen für. Nein, für. Hier, wie heißt das? Forschungs-Dings da. Plattform habe ich schon gebaut für die Forschung. Wollte ich gerade sagen, das ist ja eine ganz schön coole Plattform, die du da gebaut hast. Das ist die Standardplattform mittlerweile. Ich komme nicht raus. Was wir auch auf jeden Fall brauchen, ist ein kleiner Drucker noch. Hallo? Ja? Ich komme nicht... E? Ja, ich kam gerade nicht raus, ich habe E gedrückt. Gehalten. Kleiner Drucker brauche ich ein Gemisch für noch. Ja, ich mache das, hier ist ja genug Zeug. Unser Schutt. Du schon mal Dings. Er ist noch da. Ich hol schon mal unseren Schutt. Neben dem Schutt ist Harz. So, dann bauen wir hier mal einen kleinen Drucker. Soll ich das Schutt in die Grube tun? Woher hast du das? Nein, das wollte ich nicht. Was denn? Hast du was Falsches gedruckt? Jetzt habe ich zwei kleine Drucker. Wieso hast... Woher hast du den Behälter? Den Tank? Den Behälter. Wieso kannst du... Den Kanister, den habe ich gebaut mit einem Harz. Ach so. Der ist schon von Anfang an freigeschaltet. Kannst du bei dir auch machen. Wieso sagst du mir das denn nicht? Ich muss doch erst wieder in dieses blöde Spiel reinkommen. So, ran mit dem Kanister. Wo ist der Kanister? Wir können nämlich jetzt schon von Anfang an Lager bauen. Ich benutze noch den letzten Harz, ne? Damit ich noch einen Kanister ranmachen kann. Wieso? Du brauchst nicht zwei Kanister. Doch, damit der Dreck da ist. Ja, aber den brauchen wir ja noch nicht, weil wir diese Vielfältigungsplattform noch nicht haben. Ja, ich habe aber zwei Kanister gemacht. Ist ja egal, ich habe hier Harz gefunden. Hilfst du mir vielleicht erstmal den Schutz zurückzuholen? Kann man den nicht reparieren, den Schutt? Nicht, dass ich wüsste. Also ich wüsste es nicht. Das wäre cool, weil dann hätten wir weil schon... Weil da sagen die alle, ist alles für den Schredder. Ich weiß nicht, was man damit genau mit dem Schrott macht. Oder mit dem Scheiß, der dann da rauskommt aus dem Schredder. Aber irgendwas muss man damit hier machen können. Du fragst, wo wir Harz haben. Direkt neben unserer Basis ist Harz. Hier ist auch Harz. Ja, ja, das meinte ich ja vorhin. Und wir haben schon geile Stromverbinder. Ja, ja, die habe ich auch schon gesehen. Funktionieren die? Ja, das sind keine kaputten, das sind heile. Ich hole aber cool. Gerade mal Harz hier.
Bring erstmal bitte den Schrott nach Hause. Harz können wir auch gleich noch holen. Ah, da hinten ist so ein Forschungsdings. Da gehe ich gleich mal hin. Es sieht aus wie eine Eule. Wie cool. Also so ein richtiges Forschungsobjekt, nur großes? Ja. Das ist super, weil die Forschungskammer ist, glaube ich, fertig. Die müsstest du nur einmal aufbauen. Ah, schade. Ich kann das nicht in meinen Rucksack tun. Das Einzige, was halt richtig übel wird, wir werden dann so Batterien und sowas brauchen, weil die Rover jetzt so viel weniger Strom haben. So viel weniger Strom. Also vor allem der mittlere. Du kannst da, mit dem kleinen kannst du halt eher eine ganze Strecke fahren, weil der wenig Strom verbraucht. Aber der mittlere, der normale, hat so wenig Strom, ne? Also, da bist du halt schon, wenn du jetzt von der Basis ungefähr bis zum Schrott fährst, weißt du, ist der irgendwie gefühlt schon leer. Ja, geil, ne? Also das ist richtig übel. Wieso muss ich eigentlich immer die ganze Arbeit machen? Kannst du jetzt den letzten Schrott wenigstens wegbringen? Ich sammel doch hier neben dem Schrott gerade das Dings hier. Ich hab doch gesagt, wir sammeln gleich Harz. Lass uns erstmal den Schrott wegbringen. So, ist doch egal, wir können doch beides gleichzeitig machen. Ist doch egal, der Schrott, den brauchen wir jetzt ja gerade akut noch nicht. Ja, aber... Das heißt, ich kann den noch nach und nach dahin tragen, oder nicht? Nicht, dass da gleich ein Wind kommt und so unser Schrott weg ist. Wir werden, glaube ich, noch sehr viel Schrott finden. Das ist ja egal. Wir brauchen trotzdem. Jedes Schrott können wir gebrauchen. So, jetzt habe ich den ganzen kompletten Rucksack voll mit Harz. Guck mal, ist doch nur noch ein Schrottteil. Hier, aber... Ja, das trägst du jetzt. Hier, aber... Tue ich auch. Hier vorne ist noch Harz. Das werde ich holen. Hier ist auch noch Harz. Achso, da hinten, genau. Das ist auch direkt auf dem Weg zu dem Forschungsobjekt. Harz, 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 Harz. Ich habe teilweise ganz komische Musik für den Hintergrund. Hm? Gut, dass ich die schon runtergedreht habe. So. Ich glaube, ich muss die... So anwenden und weiterspielen. Ich glaube, so ist besser. Ich hoffe, es ist so besser. Weil das war gerade ganz schön laut. Weil ich weiß nicht, irgendwie wird die Musik immer während des Spielens immer und immer lauter, habe ich das Gefühl bei dem Spiel hier jetzt. Oder? Nee, also bis jetzt noch nicht so. Also. Hm. Ach, so ist es aus wie Schrott. Oh, also ich habe die auf 60 Cooles. Und die ist ganz angenehm von der Lautstärke, muss ich sagen. Ja, ich habe sie auf 80. Jonas, komm mal her, ich habe was Cooles entdeckt. Gleich sofort, ich muss nur kurz noch was drucken. Ich habe ein cooles Forschungsobjekt. Ich zeige, ich komme nach Hause, warte da und dann zeige ich dir gleich, was ich meine. Hm, ich gehe noch vor euch kurz hier hin. Hallo? Hallo? Mein Verbinder? Hallo. Ich seh dich. Hallo, ich wink dir schon mal. Hallo. Hallo, mein Verbinder. Hallo. Hallo, mein Verbinder verbindet sich nicht mehr. Geht doch. Hier ist TNT. Ah, nee, doch nicht. TNT. Ich habe Kupfer und Lehm gefunden. Kommst du mal, ich habe keinen Platz mehr dafür.